Die Humanität einer Gesellschaft misst sich an ihrem Umgang mit Menschen in Not. Der Umgang der Bundesregierung und auch der Europäischen Union mit schutzsuchenden Menschen aus Gebieten wie Syrien, Irak, Somalia, aber auch Libyen oder dem Westbalkan, wo Hunger, Armut, Elend, Krieg oder eben auch Verfolgung drohen und auch existieren, ist einfach nur noch schändlich und beschämend. Der Friedensnobelpreisträger Europäische Union ist gefordert, hier Humanität walten zu lassen, Grenzen zu öffnen, damit Menschen, die aus katastrophalen Bedingungen, aus der Hölle hierher nach Europa kommen wollen, nicht mehr Steine in den Weg gelegt bekommen, als es ohnehin der Fall ist. Ich finde, Flüchtlinge brauchen unseren Schutz und unsere Hilfe und bin dankbar deshalb, dass zwar nicht die deutsche Regierung, aber dafür die Bevölkerung in Deutschland dies erkennt und den Menschen hilft.